What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Quite a jolly mess he's made, that Leon, but all for the better. Sadler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 Separate Ways. Ja, im letzten Part haben wir tatsächlich, waren wir ja gerade im Schloss natürlich aktiv und haben uns dort, ich sag's mal, rausgeholfen und haben auch Louis Serra versucht, eigentlich die Probe wiederzufinden. Und ja, leider haben wir es nicht geschafft. Leo Serra ist dann leider gestorben und jetzt sollen wir den Mord an Leon veraltern. Also verhindern, sagen wir es mal, weil ihr seht es ja, es soll ja zu diesem Krauser-Fight kommen und Wesker hat Krauser dafür beauftragt, Louis zu töten, weil, wie wir ja auch wissen, Krauser hängt da ja mit drin. Und ich würde mal sagen, wir schnacken nicht lang rum, wir machen jetzt einfach weiter. Das ist tatsächlich auch schon die vierte Mission und ja. Ja, ihr kennt doch die Stelle. So, wir gehen mal kurz zu dem Händler. Ich auch, wenn ich noch nicht glaube, dass es... What are you selling? Ah, es ist doch so viel Kohle, die uns fehlt. Not enough. Schade. Aber wir können die Toys halber trotzdem nochmal so ein Erste-Hilfe-Crowd nehmen. Crowd. Erste-Hilfe-Spray meine ich. So, jetzt sind wir bei dieser Stelle. Wir kennen diese Stelle ja. Da sind wir ja mit Leon durchgefahren. Da sind wir ja mit Leon durchgefahren. Jetzt sind ja auch da dieser Chaos da und. Da sieht man ja alles. So, zack. So, zack. Nix da. Einfach mal gecrittet. So, da kommt gleich ein Flagger raus. So, weg. Das war nicht ganz gut. Super. Ach, da kommen wir weiter. Da gehe ich ja gleich mal weiter. Opala, Skat. Hopp, Rudi. Und was sehe ich da? Was sehe ich da? Ich sehe ein Welt. Ich sehe da ein Goldmutz. Das heißt. Na, ich will den Goldlux haben. So, aber wir haben ja jetzt noch diese zwei Räume. Da weiß ich jetzt aber nicht, wo man jetzt nochmal zum Goldlux kommt. Also. Dann müssen wir gleich nochmal. Sei still. Sei einfach still. Okay, der Klager ist auch nett, sympathisch. Uiuiui. Da wollte er tatsächlich an mich vergreifen mit seinem Klager. Ja. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir ja bei der Stelle, wir sind ja jetzt auf der Insel. Habt ihr ja gesehen. Wir sind jetzt bei der Insel angekommen und ja. Jetzt kommt eigentlich, jetzt kann man eigentlich sagen, jetzt kommt so mit der
der schwierigste Teil tatsächlich im Spiel. Weil ich weiß nicht, ich finde die Insel sehr anstrengend, tatsächlich. Weiß ich nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich schlecht bin dort, aber ihr werdet es gleich sehen. Also der beansprucht richtig toll und da mache ich noch nicht mal niemanden Vorwurf, wenn man dort, ich sag's mal, dort stirbt. Die ganze Zeit. Also ich bin da sehr oft gestorben beim ersten Durchgang. Und wie gesagt, habe ich ja auch gesagt, das ist ja mein, also das seht ihr ja auch bei meinem Speicherstand. Das ist ja mein zweiter Playthrough und oder mein zweiter Durchlauf und es läuft ja auch sehr gut. Uiuiui. Da rennt er ja wie Jungs im Ball. Könnte jetzt noch daran liegen, dass jetzt nur meine Hauptdome, dass man ja jetzt weiß, was auf einen zukommt. Das ist ja auch manchmal, ne? Wenn man halt weiß, was auf einen zukommt, dann kann man sich halt besser drauf einstellen. Und ja, aber ich glaube, na so viel kann ich ja sagen, wir sind hier beim vorletzten Kapitel. Das heißt, das dauert nicht mehr lange. Ich glaube, die Mission, die Chicago Typewriter zu holen, wird schwer. Das wird jetzt ziemlich schwer, die noch zu bekommen. Ah, ja, da bin ich gleich mal gekommen von Palombo. Ja. Zack. Au. So, Kollege. Okay. Deku-Ki! Ich mag euch auch, Kollege. Weiß! Bam! Ist da. Doch. So, Kollege, du mit deinem Pfeil und Bogen. Erstmal Seitenkristall. Da war ich jetzt zu schnell. So, Kollege, du da. Du gehst jetzt erstmal weg, du gingst mir schon die ganze Zeit auf die Tür. So, bevor ich mit den Enterhaken hier gleich mal verwende, renne ich dort mal, weil da sind ja die Schätze, die wollen wir ja haben. Außer es geht hier da weiter, dann gehe ich noch mal kurz auf der anderen Seite und gucke dort noch mal. Wegen weiterkommen und so, da muss ich halt mal noch mal gucken. Okay, das ist ein Führer. Okay, gut. Dann machen wir vorher das mit dem Schatz. Und dann gehen wir noch mal zurück. Tatsächlich. Weil, wie gesagt, da müssen schon alle Schätze holen, die es gibt. Ja, überspringen. Ich glaube, da kommt gleich noch mal ein Feind. Ja. Ich wollte gerade sagen, das war mir doch schon fast klar. Ich noch was. Der Cookie! Ah, die haben immer so. Die sind immer so witzig und die sind überhaupt nicht sehr nah oder so. Nein. Selbstcrowd. Das nehme ich doch auch gerne. Aber jetzt müssen wir gleich mal hoffen. Ich sehe schon wieder, das ist hier wieder ein gute Muttel. So, dann machen wir jetzt mal gleich mal hier. Zack. So, dann wollen wir gleich nochmal die Werbemission bekommen.
immer. Und den Goldlux. So, dann können wir gleich mal alles. Okay, anscheinend nicht. Ja, danke. Und Pfeile. So, dann machen wir gleich mal weiter. Ich dachte, dass man da die Katzenaugen dort verwenden kann. Probier's doch. Ich doch mal aus. Tatsächlich. Ich dachte, das geht nochmal. Dann müssen wir die Katzenaugen gleich so selber verkaufen noch. Bei Händler. So, machen wir aber erstmal Full Life wieder. So. Vor allem wenn ich das schon wieder sehe, kriege ich schon wieder Kotzreiz bei dieser Stelle. Weil da kann ich jetzt schon mal sagen, die Stelle mag ich überhaupt nicht. Also wirklich so überhaupt nicht. Und das hat mit diesen Dingern zu tun. Prüfen. Das ist ein Gewerbe. Das ist eine Gewerbebatterie. Dafür brauche ich den Aktivierungsschlüssel blau. Ja, wir müssen ich glaube, das sind drei Gewehrbatterien. Ich glaube. Und ich glaube, da gibt es einmal blau, gelb, rot. Ich glaube, das sind die drei Farben. Ich bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher. Ja. Und dann kommen solche Gegner. Ja. Bruder! Bruder! Oh, ich habe so keinen Bock drauf. Au, 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 au. Au, 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 au. Da, das meinte ich. Das meinte ich da. Man kann jetzt so schnell. Weg damit. Jetzt heißt es wirklich in Bewegung bleiben. Also jetzt heißt es eigentlich wirklich wortwörtlich in Bewegung bleiben. Bei dem Ding. Und irgendwo verschanzen, wo man am besten sicher ist. Aber hoffentlich kriegen wir das schon hin, ne? Hoffentlich. Ja, es ist ein Spray. Also das muss ich mal sagen, da ist das Spiel aber auch wiederum sehr, sehr fair. Da haben wir gleich den ersten Aktivierungsschlüssel, blau. Da können wir den gleich mal verwenden. Wir könnten jetzt natürlich alle Schlüssel nach und nach holen, aber ich glaube, das geht nicht. Deswegen aktiviere ich gleich mal alles. Der ist gleich mal kaputt. So, den machen wir kaputt. Machen wir den hier kaputt. Den machen wir kaputt. Das machen wir kaputt. Dann machen wir das hier auch nochmal kaputt. Ja. Und kaputt. Ist gar nicht mal so schlecht. So, jetzt kommt hier ein Fahrstuhl. Oh Mann, und gleich müssen wir auf den richtigen Moment warten. Ups, Kraut. Aber wir können hier gleich nochmal den Enterhaken verwenden. Das mach ich mal, einfach mal zu gucken. Hat sich sogar gelohnt tatsächlich. Das Kraut, was brauchen wir dafür? Ja, das ist eine Gewerbetherapie, da brauchen wir jetzt Blut. Tatsächlich. Aber, ich wollte gerade sagen, da ist doch irgendeiner von diesen Dingern. Da ist man hier Heilzeugs kombinieren. Ja, der ist so glücklich.
Er ist so glücklich, dass er gleich ein Lager hat. So, jetzt brauchen wir aber da oben Rot, wie gesagt. Und ich glaube, das andere ist Gelb. Tatsächlich. Ah, dann hinter ist er. So. Vielleicht mal warten. Also. Ich war tatsächlich mir jetzt nicht mehr sicher. Ob man da jetzt einfach so aufsteigen kann wie bei Leon. Und das war's noch nicht. Der Spaß beginnt ja noch. Ihr seht ja, was man schon am Anfang alles gemacht hat. Also wie gesagt, da kann ich verstehen, wenn man absolut sagt, nee. So. Dann ist man doch noch mal kurz die Armbrust tatsächlich. Also für die Stelle kann ich sogar echt nur die Armbrust empfehlen, wenn ihr genügend Pfeile natürlich habt dafür. Logischerweise. Und wenn da mehrere gehen lassen. Ja. Dann kann ich euch die Armbrust für diese Stelle hier wärmstens empfehlen für den zweiten. Ich glaube auch an der Stelle habt ihr die Armbrust schon. Könnt ihr euch kaufen. Also ab dem. Ja doch, ab dem Schloss. Ja doch, ab dem Schloss könnt ihr euch verkaufen. Und ich würde es euch wirklich empfehlen. Holt euch die Armbrust, spart an Pfeilen und dann nutzt die für diese Stelle. Weil wie gesagt, ich kann es euch wirklich nur im Herzen empfehlen, weil ihr seht es, zack, da. Natürlich nicht so nah verwenden. Aber One-Hit und die sind tot. Ne? Deswegen, also ich kann es euch nur empfehlen. Nicht zu viele verwenden, logischerweise. So. Natürlich nicht zu viele verwenden, ihr müsst ja nicht wieder welche sparen. Logischerweise. Aber sonst. Einfach easy going. Ihr seht mehrere Feinde. Easy going, einfach verwenden. Weil damit zahlt ihr eigentlich schon die halbe Miete. So, aber wir machen jetzt einfach nicht nur einfach weiter, wir müssen ja weitermachen. Und halt die Leger, das geht. So. Und ihr seht, die halten schon eine Menge aus. Also ihr müsst da schon ordentlich reinklotzen, was das angeht. Hoppuri! So, natürlich auch die Shotgun verwenden. Die ist natürlich immer selber zu versuchen. Nein, du gehst weg. Ja, dann nehmen wir mal die normale Handgranate. Hi. Na. Ist okay, Jüngchen. Ja? Ja. Ja. Da haben wir schon gesehen, irgendwie ist da die aktivierte Karte rot. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt den ganzen Weg nochmal jetzt runterlaufen. Au. Ja, jetzt muss ich aber nochmal gucken, wo kann ich jetzt. Ah, da. Gut, da. Irgendwo muss ich ja lang. So. Und das Gute ist, wir werden hier gleich da hingeschickt. So, Aktivierungskarte verwenden. Und jetzt werden wir unseren Spaß und unsere Spiele haben. Jo. Einer. Ich glaube nicht.
oder? Ist hier noch irgendwas? Ich höre hier noch irgendwas. Ja, doch, irgendwo muss ja noch einer sein. Ah, wollte ich mal sagen. So. Das Problem ist, wir haben jetzt, glaube ich, wir haben zu viel Zeit verschwendet. Aber, komm, wir haben noch Zeit. Jetzt heißt es natürlich alles oder nichts. Und jetzt würde ich euch... Wir laufen jetzt einfach durch. Wir laufen durch und nehmen ab und zu mal die Armbrust. Weil ihr habt gesehen, wie viele Gegner dort sind und wir haben auch wirklich nicht mehr so viel Zeit. Au. Das wollte ich jetzt nicht. Aua! Hallo! Oh! Oh, Frage und Antwort ist immer. Wir müssen also uns halt jetzt schnell beeilen. Doch. Nein, nein, nein! Schnell, 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 schnell. Der Cookie. Wow. Aber wir haben es gerade so noch geschafft. Oh Mann. Gott sei Dank. Haben wir das noch geschafft? Heieiei. Das ist endlich. Da haben wir noch mal schön Armbrustmunition. Also ja, ihr habt es jetzt gesehen. Es ist sehr, sehr wild, diese Stelle. Und ich bin, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Freund von dieser Stelle. Von mir aus können sie diese Stelle. Ich hoffe, wenn sie Separate Ways wirklich im Remake reinbringen, was ja auch Gerüchte blüht oder sonst was, wie oft, also ne, wie man es Glauben schenken kann, keine Ahnung. Aber Separate Ways sollte ja kommen. Und wenn es kommt, diese Stelle entfernen. Bitte diese Stelle entfernen. Ich mag diese Stelle überhaupt nicht. What are you selling? So, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob noch irgendwas kommt von Katzenaugen. Ich habe ja die ganzen Schätze nicht mehr ganz im Kopf, aber wir können trotzdem mal anfangen zu verkaufen. Das Spinell können wir verkaufen. Die Seinskristalle verkaufen. Rubine verkaufen. Goldarmreif können wir verkaufen. Und eigentlich können wir ja auch diese ganzen Dinger verkaufen. So, der Goldlux. Was brauchen wir nochmal dafür? Ja, das sind ja auch diese Augendinger. Aber warum kann ich die jetzt hier nicht verwenden? Gelben Katzenauge, das kann ich. Warum kann ich die nicht verwenden? Das wundert mich jetzt gerade so ein bisschen. Aber gut, wir werden es jetzt einfach. Ja, Bruder. Dich brauche ich noch. What are you selling? Dich kann ich noch gebrauchen. Ja, dann verkaufen wir jetzt einfach die Katzenaugen. So, grünes Katzenauge. Weg. Rotes Katzenauge. Weg. Und das gelbe Katzenauge weg. Das indigante Parfüm. Verkaufen wir auch. Den Goldlux werden wir doch behalten, falls wir irgendwas finden, was noch wirklich wichtig, also noch wichtig sein würde. Ich glaube, das sollten wir nochmal. Wir speichern trotzdem nochmal für euch halber, weil sicher ist sicher, ist es richtig und wichtig. Und dann gehen wir trotzdem weiter, ne? So. Oh, Gott sei Dank haben wir gespeichert. Jetzt kommt die nächste. Ja, jetzt kommt ja die Zug. Diese Kranstelle, ne? Ja, richtig. Die wunderbare Kranstelle kommt jetzt.
Ghost jetzt halt ein bisschen abgeändert. Oh Mann. Ich wusste ja gar nicht, dass es so viele Fuck-Ups gibt. Also Fuck-Up-Stellen, die ich überhaupt nicht mag. Um erstmal hier ein bisschen Klarheit zu holen, ne? Um mal hier ein Statement zu setzen. Hier, ich bin da. Okay, Pfeil und Bogen gegen Sniper. Du weißt ganz genau, Sniper hat die Oberhand, ne? Das ist dir schon bewusst, oder? Gewehrmunition haben wir nochmal. Oh Mann. Das Ding rührt sich nicht. Sie ist scheinbar von anderen Seite verschlossen. Jetzt müssen wir nach unten. Um den. Ihr merkt, ne? Ich mag diese Stelle, ne? Ihr merkt das schon. Munition. Weg da. Du gehst auch weg. Du. Meine Fresse. So. Aber ich will jetzt, wie gesagt, euch nicht mit einer schlechten Laune. Wir machen es trotzdem halt, ne? Müssen wir ja sogar. Oh, ich bin glücklich. Bist du glücklich? Okay, der ist mehr als glücklich. Dann kommt sogar noch ein zweiter Köpfe raus. Ja, Köpfe raus. So glücklich ist er. Oh Mann. Lächerlich. Ich. Nein. Ich will nochmal runter. Ich will nochmal runter. Das ist nochmal Loot. Ja, okay. Erstmal hier. Geld. So, runter. Danke. Gewehrmunition. Ich habe und da war auch nochmal was. Danke. Sei Kristall, weil Geld ist Geld. Also wie gesagt, ich sehe hier gerade schon wieder irgendwelche, also wie gesagt, diese Stelle von dem Insel, ja, weiß nicht, die könnte man halt wirklich weglassen, ne? Ey, Mann. Hat ihn jetzt erstmal eher recht wenig gejuckt, dass ich hier auf ihn geschossen habe, aber gut. So. Ich sehe ja gerade, wir haben noch viel. Wir haben ja noch viel hier. Blendkanal. Du fuckst mich extrem ab, Kollege. Wollte ich mal an der Stelle mal gesagt haben. So, aber munitionstechnisch sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ja, stimmt, jetzt müssen wir da so auf die anderen Werte kommen, naja. Hier hätte man potenziell auch nochmal einen Gegner hinstellen können. Würde für den Modus passen, weil der ist ja, wie gesagt, habe ich auch schon, glaube ich, im letzten Part oder vorletzten Part ja gesagt. Ada, also Separate Ways hat ja einen eigenen Schwierigkeitsgrad. Hat er ja. So. Okay. So, dann benutzen wir mal doch mal die. Ich merke aber schon, wir haben die TMP. Die haben wir bis jetzt noch gar nicht verwendet, aber gut. Rein theoretisch auch, ne? Also nur rein theoretisch
könntest du auch halt das Ganze ohne. Also du brauchst halt noch nicht mal die TMB, du brauchst halt nur diese drei Waffen. Pistole, Sturmgewehr und Schrotflinte. Und dann Armbrust. Vier. Das sind ja vier Waffen. Eigentlich brauchst du nur die vier Waffen und die TMP ist eigentlich dann nur halt da. Kann man sagen. Also die ist halt wirklich nur da. Die TMP, ne? Weil die Armbrust macht eine einige, da hat hier wieder fünf Pfeile für die Armbrust. Also die Armbrust macht eigentlich schon einiges weg, tatsächlich. Die Shotgun hat eine richtig gute, finde ich, macht richtig gut Schaden. Über das Sturmgewehr, also die halbautomatische, die ihr ja auch kennengelernt habt jetzt. Also die halbautomatische macht meiner Meinung nach auch richtig gut Schaden. Die Blacktail sowieso eine okaye Pistole. So. So. Also wie gesagt, ihr braucht eigentlich nur diese vier Waffen und dann ist das eigentlich schon Selbstläufer. Immer nochmal die Granaten und die einfach mal die Blendgranate loszuwerden. So, aber dann ist das eigentlich schon Selbstläufer, weil die TMP ist halt wirklich nur. Ist halt nur da. Ist da, um da zu sein. Kann man sagen. Weil ihr seht es, ich habe schon so viele Munition von der TMP, aber ich habe sie kaum verwendet. Wenn überhaupt, habe ich sie, glaube ich, nur einmal im Dorf, glaube ich, verwendet. Wenn ich mich recht erinnere. Könnt ihr ja gerne in den Kommentaren schreiben, die das Projekt verfolgen. Das würde mich jetzt gerade wirklich interessieren. Tatsächlich. Dann nehmen wir doch gleich mal hier wieder die Blendgranate, einfach um die Blendgranaten wegzuwerfen. So. Wie gesagt, das würde mich ja wirklich interessieren, wenn ihr unten in die Kommentare schreibt, ob ich die TMP schon einmal verwendet habe. Wenn ja, wo? Und wann? Weil ich kann mir halt wahrscheinlich vorstellen, so, wir haben eine Gegnerhorde gehabt und dann einfach drauf damit die TMP. Jo. Weil tatsächlich, die TMP benutze ich halt nur bei der Leon-Kampagne. Also bei der Leon-Haupt-Story. Ich glaube bei meinem ersten Durchlauf von Circuit Race, da habe ich die mehr verwendet. Ah ja, ich weiß es nicht. Das, weil Circuit Race war wirklich schon sehr lange her. Weil ich glaube, das hat wirklich nur einmal durchgespielt und dann so gefühlt nie wieder. Na, da hört man die beiden doch schon. So, aber ich werde jetzt erstmal kurz nachladen. Dann die Seitenverstärkung. Und dann die beiden Streithähne jetzt mal befreien, ne? Okay, das habe ich jetzt nicht mehr kommen sehen. Okay. Ich hoffe, ich habe nochmal. Ja, danke. Okay, das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr kommen sehen, dass ich da nochmal auf Feuer schießen muss. Okay. Naja, aber das geht eigentlich. Ach, scheiße. Egal. Wir machen es einfach nochmal.
Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! Ada! Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Ja, Ende des Kapitels, ja, verlorene Leben. Ja gut, da habe ich gefällt, weil ich habe das, weil ich habe gerade noch irgendwas gemacht, noch im Hintergrund. Das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr kommen sehen, dass ich da jetzt dann noch mal was drücken muss. Klar, es war schon offensichtlich, aber da habe ich das ein bisschen verkackt. Gut, eigentlich, also, ja, wir haben es verkackt. Also wir sind jetzt das erste Mal gestorben, in Anführungsstrichen. Gut, wir haben den Einsatz gescheitert, also es ist schon verkackt. Aber wir sind trotzdem so als Ada noch nicht gestorben. Aber naja, jetzt sind wir halt einmal gestorben. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das überhaupt mal wirklich aufhört. Aber naja, trotzdem nur einmal gestorben bis jetzt, ganz gut. Naja, ist jetzt passiert. Ja, auf jeden Fall, wir haben, eigentlich sieht es trotzdem so an sich ganz gut aus. Die Trefferquote kann sich sehen lassen, so an sich. Getötete Gegner, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter mit den Ada-Berichten, ne? Leon S. Kennedy, perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved since then. Practically a genius. He has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent has toughened him up. I'll work behind the scenes to make him think he's the primary player here, though it may be naive of me to think that'll be easy. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in the supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place and make this all go smoothly. Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the president's daughter was abducted and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His consistent luck is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him. Ja, jetzt haben wir nochmal einiges über Leon S. Kennedy erfahren. Vielmehr nochmal aus Adas Sicht, ne? Und ja, es macht Sinn. Es macht auf jeden Fall sehr, sehr Sinn, was er gesagt hat. Leon hat ja wirklich krasse Instinkte, das haben wir ja auch schon gemerkt. Ich sag ja nur im zweiten Teil vom Remake als Beispiel. Da konnten wir es ja schon mal sehen, was er ja da hatte. Für Instinkte, sage ich es jetzt mal. Für Überlebens, über was für, also was er für Überlebungsinstinkte hatte. Und ja, wir beenden das Ding. Ja, Bericht Nummer 5 und dann haben wir hier nochmal Bericht Nummer 4 ist das. Entschuldigung, das war jetzt Bericht Nummer 4. Wir haben jetzt noch Bericht Nummer 5. Aber naja, wir speichern und dann würde ich sagen, war es das dann erstmal von diesem Part von Let's Play Resident Evil 4 Separate Ways. Ja, wir sind das erste Mal gestorben. Ja, es nagt jetzt ein bisschen dran, weil ich war sehr, sehr glücklich mit diesem Run, weil wir haben es noch nie, also wir haben es bis jetzt geschafft, noch nie zu sterben, aber naja, ich hab's verkackt. So ist es halt eben, dann achtet man einmal nicht auf den Moment und dann. Ja, aber dafür habt ihr jetzt die Todesszene gesehen. Weil das war ja eigentlich der eigentliche Hauptgrund. Ich wollte euch mal die Todesszene zeigen.
Was passiert, wenn ihr das mit Krauser wirklich nicht schafft? Also, ne, jetzt mal ernsthaft Spaß beiseite. Wie gesagt, da habt ihr es jetzt auch mal gesehen, die Todesszene von Krauser. Und ja, aber trotzdem, ne, einmal sind wir bis jetzt nur gestorben, da können wir uns echt nicht verstecken. Bis jetzt läuft auch Separate Ways, muss man da einfach sagen, wirklich sehr, sehr gut von der Hand ab. Also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Weil ich habe mir das einige Schwieger vorgestellt, aber gut, das habe ich ja schon gesagt. Vielleicht könnte es daran liegen, ne, man ist generell schon ein bisschen mehr eingespielt durch das Let's Play und, ne, man weiß schon, was passiert. Aber, naja. Auf jeden Fall, falls euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Das würde das ganze Projekt hier gut unterstützen, Three Amigos. Und dann, falls du neu auf diesem Kanal bist, er oder sie, je nachdem, dann könnt ihr ja nochmal auf dem Kanal hier vorbeischauen. Wir haben sämtliche Playlisten. Wir haben schon angefangene, also wir haben schon in diesen 2 Jahren haben wir schon sehr viele Projekte beendet, sehr viele Projekte auch schon angefangen. Meistens steht es ja auch in den Playlisten, wer von wem, also welches Let's Play von wem ist. Da steht der Name, also von Ruven oder von Kevin oder von mir. Und dann steht da ja auch meistens, ob das schon beendet ist in den Playlisten oder ob es halt noch läuft. Wenn es noch läuft, dann steht da nichts. Oder wenn es abgebrochen ist, dann ist es abgebrochen. Und wenn euch das Ganze zusagt, weil wir haben eine Dutzende Spiele, wir haben Horrorspiele, wir haben Sportspiele, wir haben Action-Adventure, wir haben Aufbauspiele, wir haben alles, was das Herz begehrt, wir haben sogar Multiplayer-Spiele zur Auswahl. Und ja, wenn euch das Herz oder wenn euch das alles zusagt, dann könnt ihr dann ja auch ein Abo dalassen. Keine Sorge, das ist jetzt hier keine Abo-Falle, wo ihr dann irgendwann monatlich immer x Summen zahlen müsst und das wird immer Monat für Monat immer teurer und dann denkt ihr euch, what the fuck, was habe ich hier eigentlich für ein Abo abgeschlossen? Nein, das ist hier ein kostenloses Abo. Ihr müsst einfach auf Abonnieren drücken, euch passiert nichts, ihr müsst nichts dazu zahlen. Ihr bekommt dafür nur reinen, kostenlosen Content, immer um 17 Uhr. Bekommt ihr immer den kostenlosen Content und dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens am Mittwoch wieder, wenn es wieder heißt Let's Play NHL 22. Ansonsten, wenn wir uns da nicht hören, dann spätestens am Montag wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 4 oder bei irgendeinem meinem Kollegen. Dann sage ich mal Tschüss und bis dann. Ciao.